Da sind wir irgendwie auf dem Weg in die Singularität. Ne? Wenn es keine Kulturen, keine Kunst mehr gibt, keine Anstöße aus dem Bereich, dann wird halt alles immer gleicher. Ich glaube, dass eine Gesellschaft das braucht, dass sie mit künstlerischen Mitteln, egal was das für eine Kunstgattung ist, ob das Bilder sind, Filme sind, Theater, Musik, Literatur, hinterfragt wird, gespiegelt wird und sich dem auf eine spielerische Art nähern kann. Ich habe das schon öfter erlebt in meinem Leben, dass ich einen Film gesehen habe oder ein Buch gelesen habe und dann mich das so bewegt hat, dass ich irgendwie einen neuen Blick aufs Leben hatte oder Dinge anders gemacht habe. Und das ist eigentlich was, was ich jedem gönne. Also, mal ganz abgesehen davon, dass es auch einfach Spaß macht. Also. Roland, wir sind hier in deinem Arbeitszimmer. Ja. Das ist der Raum, in dem du schreibst. Meistens. Und wie läuft so ein Schreibprozess hier drin ab? Ja, ich fahre erstmal den PC hoch. Ne? Auch froh, dass ich am PC schreiben kann. Es gibt ja Leute, die schwören auf Tinte und Feder und so. Bin froh, dass es das bei mir schneller geht, weil wenn es mal fließt, dann sind meine Gedanken schnell und dann kann ich das schön runterschreiben. Und ich mag auch sonst die Arbeit am PC, weil man eigentlich immer alles verändern kann. Man hat nicht das Gefühl, wenn ich es mit der Hand schreibe und so, dann hat man so im Hinterkopf, oh, das muss ich alles nochmal überarbeiten und dann muss ich das alles nochmal schreiben. Und ich glaube, das hemmt einen manchmal ein bisschen. Ich knall das halt erstmal raus und ich bin jemand, glaub, der dann viel überarbeitet. Aber der es auch schätzt, dann mal Textblöcke durch die Gegend zu schieben, was einzufügen, was rauszunehmen. Und das ist, finde ich, dass mir der PC ganz viel Freiheit verleiht. Arbeit eines Autoren, finde ich, also jedenfalls, was ich schreibe, findet sowieso nicht ausschließlich an einem PC statt, sondern man recherchiert, da habe ich dann. Wie der Detektiv oder der Journalist im klassischen B-Movie ein Notizbuch zur Stelle. Interessanterweise schaue ich, glaube ich, gar nicht so oft dann rein. Manchmal blätter ich dann drin, aber Notizbuch, natürlich recherchiere ich aber auch am Computer. Ne? Heute im Zeitalter des Internet kannst du ja überall hinreißen, Google Earth und so. Aber ich finde so die Arbeit am Text, die kann nicht nur hier stattfinden. Ich komme immer wieder mal an eine Stelle, wo es nicht weitergeht und so. Und wo es mir dann zum Beispiel sehr gut tut, wenn ich mich auch, wenn ich nach draußen gehe, mich irgendwie bewege oder so. Und dann kommt man sehr schnell wieder in die, also meistens in die Situation, dass es irgendwie wieder fließt, wenn man sich, wenn ich mich körperlich ein bisschen locker gemacht habe. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Schreibschulen. Ich schreibe also sehr stark von den Charakteren her. Da gibt es ja verschiedene Charaktere, auch in Tiefenschaft, die ich aufeinander loslasse, die sich am Anfang gar nicht begegnen, sondern die so nebenbei laufen. Aber man weiß, irgendwann muss der Clash kommen, ne? Irgendwann. Und wo ich ja sehr Bild von dem also den Charakter im Kopf habe von dieser Person und mir überlege, na, der ist so und so. Und der ist in der und der Lebenssituation und der hat den und den Beruf. Und in welche Situationen kann der kommen? Und ich habe natürlich schon eine Idee zu der Story, was ich schreiben will. Also wo der Konflikt auch ist, ne? Der sich da auftut. Und aber ich lasse der Entwicklung viel Freiraum. Also das entsteht dann oft erst beim Schreiben. Und manchmal habe ich auch eine Idee, die ich dann für eine Szene weiter hinten, dann setze ich hin und schreibe erstmal die. Also ich bin da auch nicht immer so stringent. Und dann ist es wirklich so, wie du sagst, dass dann schon die Gefahr besteht, dass man sich auf einen Umweg begibt oder auch in eine Sackgasse begibt.
Und die Gefahr ist größer, dass man nicht mehr durchblickt. Und deshalb habe ich tatsächlich so ein bisschen Zettelwirtschaft und so Karteikärtchen, wo ich zum Beispiel einzelne Szenen beschrifte und die dann zum Beispiel, doch, da stehen sie ja, so ein Zufall, ne? Ich mir hier rausnehme und dann lege ich die hier auf den Tisch und ordne die so an, wie ich brauche. Dann habe ich zum Beispiel, so viele Erzählstränge sind es gar nicht in Tiefenschaf, sondern überwiegend zwei. Dann habe ich hier halt einmal den Sascha, einmal den Max und dann vielleicht noch eine für die Szenen, wo die sich überschneiden oder was ganz anderes geschildert wird. Die sind dann gelb und dann entsteht hier so ein Bastelspiel, dass ich an dem ich düftel. Das ist, glaube ich, was, wo mein Literaturagent dran verzweifelt. Ich denke, glaube ich, wenig an die Leser oder Leserinnen oder Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn es fürs Theater ist, weil und ja, und das ist natürlich der Literaturagent denkt sich natürlich, warum denkt er nie an seine Zielgruppe? Der muss auch an die Zielgruppe denken und so. Und ich schreibe halt oft Sachen, die so zwischen allen Stühlen sind oder so, wo es mir auch Spaß macht, mit einem Genre zu spielen oder so Genregrenzen ein bisschen zu überschreiten. Und eigentlich, wenn man für ein Zielpublikum arbeitet, dann braucht man, glaube ich, gewisse Konventionen. Man muss konventioneller sein. Und da habe ich aber nicht so viel Bock drauf. Und deshalb denke ich da eher an mich. Also ich denke da eher an das, was mir persönlich Spaß machen könnte. Und ich glaube, das ist das Allerrelevanteste mittlerweile, wenn man einen Text macht, wie viel Freude man selber damit hat, ne? Oder ob das was ist, was man selber gern lesen wollen würde. Genau. Ich hatte schon immer so Lust auf Geschichten. Also ich konnte es auch kaum erwarten, bis ich endlich lesen konnte. Schon von klein auf Geschichten erzählt gekriegt, so von meiner Großmutter. Und dann gab es Comics, die ich erst eben nicht lesen konnte. Und das war ein Riesengewinn, dass ich das dann irgendwann konnte. Und ich bin schon so auch mit Geschichten aufgewachsen. Dann Kasperletheater gespielt und so. Also ich hatte schon immer so einen Drang, irgendwas zu erzählen. Aber so richtig schreiben habe ich dann eigentlich angefangen, als ich im Teenageralter Mädchen beeindrucken wollte. Und also damals hat es noch ganz gut funktioniert. In den 80er Jahren war ich so sehr politisch aktiv in der Friedensbewegung und gewaltfreien Widerstandsgruppen und so weiter. Und dann sind wir irgendwann auf das Theater der Unterdrückten gestoßen, also Augusto Boal, wo es eigentlich darum geht, man spielt Theater und die Menschen, mit denen man zu tun hat, wissen nicht, dass Theater gespielt wird, ne? Sondern man bringt die in eine Situation und möchte dadurch Bewusstsein schaffen. Und wir hatten dann aber Lust, noch mehr zu spielen. Also nicht nur irgendwie politisch zu sein, sondern wirklich Theater zu spielen. Und haben aus dieser, haben dann erstmal ein Puppentheater gegründet. Die Dilettantenbühne hieß die, hier in Hof. Ich habe mich dann auch an allen möglichen anderen Theatergruppen beteiligt. Hier in der Schule, in der Fachakademie für Sozialpädagogik, beim Theater K war ich mal kurzzeitig auch dabei und bei der Stadtbühne. Das sind so andere Formationen, die es in den 80er Jahren da gab. Ja, genau. Und irgendwann ist dann eben auch noch La Polar entstanden. Also es gab dann eine ganze Palette von Theatergruppen, die hier in Hof aktiv waren. Ich hatte richtig Lust, für Sachen zu entwickeln. Und so bin ich eigentlich zum Schreiben von Theatertexten gekommen. Genau.
tiefenscharf geht es jetzt nicht wirklich um Politik. Aber alles, was die tun und diese gesellschaftlichen Verhältnisse, sind ja irgendwo politisch. Und ich glaube, das ist bei dem Buch stark der Fall. Und auch bei meinen letzten Theaterstücken wird es noch, glaube ich, noch deutlicher. Bei Work zum Beispiel, wo es ja im das Setting ist eine Fernsehshow, wo Manager ums Überleben kämpfen. Also ist klar, dass es sehr kapitalismuskritisch ist. Oder bei Der Rest ging es um Entmietungen. Das sind ja explizit politische Themen gewesen. Also ich glaube, das ist schon jedem bewusst, dass ich da, dass meine Texte dazu auch eine Haltung haben. Ne? Kunst schafft auf jeden Fall einen Beitrag zu demokratischen Gesellschaften. Du siehst ja auch, wie in Diktaturen oder autoritären Systemen Kunst gefürchtet ist. Das ist ja die ersten, die Schwierigkeiten kriegen, sind Journalisten oder Künstler, ja, und die zensiert werden. Also Diktaturen haben ja wahnsinnig Angst vor freier Meinungsäußerung und vor Kunst. Und Kunst ist ja so ein Raum, der viel Freiheit bietet, indem man Dinge sagen kann und denken kann, die vielleicht sogar unerhört sind. Ne? Und das ist ja auch ein Anliegen von Kunst, zum Thema unerhört, Menschen eine Stimme zu verleihen. Und das führt natürlich dazu, also in meiner Vorstellung von Kunst, dass man auch gerade den Menschen, die keine Stimme haben oder deren Stimme nur sehr schwach zu vernehmen ist, denen eben Ausdruck verleiht. Und in diesem Sinne finde ich, ist Kunst ein sehr demokratisches Medium. Ja, ich glaube schon, dass es verschiedene Szenen gibt, aber ich fühle mich tatsächlich ganz wohl mit meinem szenenübergreifenden Status. Also ich hatte schon immer so ein Problem, irgendwo richtig dazuzugehören, zu wollen. Also klar, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, ne? Wer will es nicht oder so, aber so eine Festlegung, jetzt bin ich Punk oder ich bin Hippie oder... Weißt du, was ich meine? So, ich bin jetzt das und das. Das schränkt mich eigentlich fast ein bisschen zu sehr ein, finde ich. Also ich kann ja in diesen ganzen verschiedenen Szenen unterschiedliche Sachen finden, die ich gut finde und die ich mitnehmen kann. Auch wenn ich als gar nicht als schöpferisch da tätig bin, sondern als Konsument. Ne? Also ich kann zum Beispiel genauso gut es gibt tolle Konzerte in der Linde, im KKH, im Galeriehaus. Ne? Die kann ich alle mitnehmen. Und es gibt überall auch Konzerte, die ich jetzt nicht so prickelnd finde. Und ich sehe mich da eigentlich schon irgendwo, dass ich mich da überall irgendwo bewegen kann. Und ja, da fühle ich mich auch ganz gut damit. Also, was macht denn die Hofer Kunst- und Kulturlandschaft aus? Ich glaube, so ein Aspekt, den ist ja jetzt schon sehr deutlich geworden, nämlich die Vielseitigkeit. Also das ist tatsächlich, wenn man jetzt sagt Strömungen, dann hat man sofort das Bild von so einem Gegeneinander. Ne? Es gibt eine Strömung, dann gibt es eine Gegenströmung oder so. Und so ist es, glaube ich, zurzeit überhaupt nicht. Ne? Es gibt so Strömungen, die nebeneinander fließen, die sich ja immer wieder berühren. Oder mittlerweile glaube ich auch, dass die Menschen, die da tätig sind, so übergreifend tätig sind. Also bei so Veranstaltungen wie zum Beispiel Linie 4, wo durchaus die Linde, das Galeriehaus, der alte Bahnhof, das KKH zusammenarbeiten. Oder jetzt im Corona-Zeitalter gab es ja dieses schöne Aus-die-Musik-Festival, ne, wo es darum ging, Hofer Künstler zu fördern mit einem fiktiven Festival, das nicht stattfindet, wo du dir ein Ticket kaufen kannst und wo du auch merkst, ganz unterschiedliche Leute, die auch aus politisch unterschiedlichen Richtungen kamen, zum Beispiel also aus der Kommunalpolitik, aber Veranstalter, waren da tätig und haben miteinander versucht, da was auf die Beine zu stellen. Und das empfinde ich im Moment als sehr cool, dass das eben so arg heterogen ist und es aber trotzdem diese Verbindungen gibt. Also man nicht das Gefühl hat, da gibt es Grabenkämpfe oder irgendwas. Und das ist, glaube ich, das ist eine... auch neue Stärke. Also es ist da kein Konkurrenzdenken gibt. Ich glaube, früher waren die Szenen mehr abgeschottet. Also dass es diese neue Gemeinsamkeit gibt, das finde ich sehr gut.